Hey Leute, heute gibt es Formularanimation mit CSS. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen diesen Sonntag zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es darum, wie wir ein Formular mit JavaScript bauen, beziehungsweise wie wir es stylen, weil es wird danach keinerlei Funktionen besitzen. Das hat den folgenden Grund: Ich bin ein Frontend oder ich würde mich selbst als Frontend-Entwickler bezeichnen. Ich beschäftige mich also relativ wenig mit PHP und diesem ganzen Backend-Zeugs. Ich kann es zwar mehr oder weniger, allerdings fühle ich mich nicht sicher genug, um wirklich ein funktionierendes Formular zu zeigen und ein Tutorial darüber zu machen. Vielleicht irgendwann in Zukunft, aktuell leider noch nicht. Was ich ja machen kann, ist zu zeigen, wie man ein kleines Login-Formular oder Kontaktformular schöner gestalten kann. Und genau das werden wir heute machen. Wir werden mit einfachen CSS-Animationen und ein paar richtig coolen Zukunfts-Pseudo-Klassen wie dem Valid- oder Invalid-Tag werden wir einiges anstellen. Diese ganzen Sachen sind natürlich noch nicht ganz browserkonform und vor allem in Android und iOS, also Mobile iOS, wird die Unterstützung wahrscheinlich ziemlich klein sein und ich weiß noch nicht sicher, ob welche überhaupt da ist. Daher ist es für die Zukunft wahrscheinlich ganz interessant, ob es aktuell jedoch schon so funktioniert, überall so funktioniert, wie jetzt zum Beispiel in Chrome oder den neuen Firefox oder Internet Explorer oder Safari, würde ich jetzt persönlich nicht garantieren. Wir werden in dieser ganzen Umgebung erstmal nur in Chrome arbeiten und es ist ein nettes Sneak Peek, aber es wirklich zu verwenden sollte man nur, wenn man auch Fallbacks besitzt. Also viel Spaß, los geht's! So, das Ganze ist relativ simpel aufgebaut. Wie immer werde ich als erstes mal ihm erklären, wie unser Setup eigentlich funktioniert. Ihr könnt natürlich alles live verfolgen unter unleashdesign/tutorial/form-style. Der Link sollte jetzt oben in der Ecke auch einblenden. Unser Setup findet sich wie immer in einem Ordner, der heißt Formular Style. In dem befindet sich ein CSS-Ordner mit einer Layout-CSS, die, wie ihr sehen könnt, relativ leer ist. Dazu gibt es eine Index.html. Hier sind schon einige Elemente vorhanden, das werde ich mal kurz erklären. Sobald wir damit beginnen, dazu habe ich noch einen Image-Ordner. Dieser ist allerdings für das Tutorial unwichtig. Das ist wie immer nur mein Hintergrund, den ich für alle Tutorials verwende. Das Ganze brauchen wir jetzt also nicht mehr und daher kann ich das einfach löschen, beziehungsweise ausblenden, nicht löschen. So, das erste, was wir hier haben, ist, ja, die Index.html. Hier können wir also ziemlich einfach alles erstmal formatieren. Das Ganze ist ziemlich übersichtlich. Hier habe ich schon einen jQuery Part drin, dieser gehört zu diesem Video eigentlich noch nicht, deswegen lösche ich das einfach mal raus. Das nächste, was wir haben, eine Font habe ich eingebunden, beziehungsweise zwei Fonts und hier habe ich noch eine Layout-CSS. Das ganze Formular, was wir hier an der Seite sehen, ist ein Formular ohne jegliche Funktion, also keine Methode, keine Action, nichts ist vergeben. Es geht hier heute auch nur um die Animation und natürlich ein Inputfeld mit Type E-Mail, Placeholder E-Mail und Required, also wird benötigt, um das Formular abzusenden. Dann noch ein Passwort, also Type Passwort, sodass man da nur diese Sternchen sieht. Placeholder wird Passwort eingeblendet und ist auch benötigt, um das Formular abzusenden. Und natürlich ein Send-Button, beziehungsweise ein Inputfeld mit Submit. Das Ganze speichere ich jetzt einfach mal ab und es sollte sich nicht wirklich was verändern. Das ist das, wie es aktuell aussieht. Ihr seht hier oben nicht sonderlich viel, auch alles relativ langweilig und unspektakulär. Aber das ist das, was wir heute am Ende erreichen wollen. Ein schönes, übersichtliches Formular mit einem kleinen Hover-Effekt hier unten bei dem Button. Aber was viel interessanter ist, unsere Placeholder-Texte. Wenn ich hier nämlich reinklicke, wird das Ganze rot und wird ein bisschen ausgeblendet, sodass wir hier drin schreiben können. Das Ganze wird praktisch jetzt auch validiert. Was heißt, es guckt im Hintergrund, ob das hier eine E-Mail ist. Ich gebe mir jetzt mal irgendeine Domain ein. Könnt ihr wirklich eine Domain geben, die so heißt? Und er sagt, okay, es passt, daher wird es grün. Das nächste, was wir haben, ist ein Passwort. Sobald ich etwas eintippe, wird es erstmal grün. Das Ganze wird jetzt natürlich nicht irgendwie PHP-seitig mit Ajax oder so direkt verglichen, ob es wirklich passt, sondern es wird einfach nur kontrolliert, ist es befüllt oder ist es nicht befüllt und dann wird es grün und wir können es abschicken. Das Ganze hat natürlich einige nette Funktionen, wie zum Beispiel, wenn ich hier draufklicke, seht ihr ja diesen netten Effekt mit dem roten Strich, der von der Seite eingeblendet wird und noch einige kleine andere Sachen, die wir hier verwendet haben im Prinzip. Das Ganze ist relativ simpel und wir werden damit jetzt auch direkt anfangen, indem wir beginnen, unser Formular ein bisschen zu stylen. Das erste, was ich mache, ich kopiere mir einen gesamten Body-HTML-Bereich hier rein. Das hat einfach nur damit zu tun, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sieht unser Formular im Hintergrund theoretisch jetzt auch so aus wie unser richtiges Formular. Was heißt, wir haben jetzt auch diesen Hintergrund hier drin. Das nächste, was wir brauchen, irgendwie sollte unser Formular jetzt auch hier so in der Mitte sein. Das Ganze ist relativ einfach hinzukriegen und das kopiere ich auch einfach nur rüber, da es sich im Großen und Ganzen eigentlich relativ simpel erklären lässt. Als erstes haben wir eine Weite von 400 Pixel, was heißt, unser Formular wird 400 Pixel groß, Höhe wird Auto, Overflow Hidden, was heißt, alles, was außerhalb des Formulars ist, verschwindet,
Dann Position Absolute, Top Left 50%. Damit wird das in der Mitte positioniert. Und mit Transform Translate X und Translate Y minus 50% rücken wir es perfekt in die Mitte. Der Hintergrund wird weiß und Box Sizing ist Box Border. Das ist für einen späteren Befehl ganz wichtig, deswegen brauchen wir das. Und wir aktualisieren jetzt unser Formular und wie ihr seht, es ist perfekt hier in der Mitte drin. Es sieht jetzt natürlich noch nicht wirklich so aus wie unser Formular hier und darum kümmern wir uns jetzt als erstes, indem wir beschließen, wie unser Input-Button eigentlich genau aufgebaut ist. Dazu verwende ich einfach nur einen einfachen Befehl und zwar sage ich Input. Damit spreche ich jeden Input-Button auf der Webseite an. Bisschen schöner kann man natürlich sagen, wenn ich noch Form vorschreibe. Das heißt, jetzt habe ich jeden Input-Button auf der Webseite, der in einem Formular steht. Und sage hier erstmal Margin 10%, Margin nochmal 10%, 0, 10%. Sage Weite 70%, damit das auch alles responsive ist. Und ein Padding von 5%. Damit haben wir jetzt unser Button schon mal ein bisschen besser gestylt. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sollten wir hier schon mal einen etwas schöneren Button bekommen, sobald das fertig hochgeladen ist. Und es sieht schon deutlich ähnlich aus mit dem, was wir eigentlich vorhaben. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier trotzdem noch überall so komische Borders. Und wenn ich hier reinklicke, kriegen wir noch so einen komischen blauen Rahmen. Den wollen wir eigentlich auch nicht haben. Und ja, das Ganze kann ich jetzt erstmal erklären, was ich eigentlich geschrieben habe. Wir haben hier eine Weite von 70%. Diese Weite aus 70% setzt sich zusammen. Wir sollen 100% erreichen. 100% wäre aber zu groß, weil wir links und rechts, also hier links und rechts jeweils 10% haben und ein Padding von 5 in alle Richtungen. Was heißt, wir haben insgesamt 10 plus 20 sind 30, minus 100 sind 70 in der Weite. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen zu verschönern im Prinzip, sagen wir Display als erstes Block. Dann sagen wir des Weiteren noch Border None, damit diese Border verschwinden. Und dann sagen wir im Anschluss Border Bottom ein Pixel, Solid und ein schöner Grauton. So, das Ganze speichern wir jetzt ab und jetzt sollten diese Border, sobald es hochgeladen ist, überall verschwinden. Wir haben aber immer noch diesen blauen Rahmen. Das ist auch erstmal ganz okay. Wir müssen uns jetzt um ein anderes Problem kümmern im Prinzip. Und zwar brauchen wir einen Hintergrund. Das einzige Problem, was wir haben, unser Hintergrund darf nur ein Pixel sein. Der darf nur hier unten genau, wie auch hier, unsere Border überlappen. Was heißt, dieser rote Bereich, der hier einblendet, ist unser Hintergrund. Und um das hinzukriegen, müssen wir einen Verlauf generieren. Diesen Verlauf habe ich schon mal vorbereitet und wir werden den jetzt einfach mal hier einbauen. Und ich erkläre dann, wie genau der funktioniert. Ich habe das jetzt zweimal gemacht. Einmal für WebKit und einmal für normalen Browser halt. Das ist im Prinzip genau derselbe Code, nur mit einer Browserweiche, also hier vorne vorweg. Wenn ihr mit anderen Browser arbeitet, müsst ihr natürlich andere Browserweichen vergeben. Als erstes erkläre ich, was ich unten gemacht habe. Ich sage, es ist ein linearer Verlauf, linear Gradient, also es ist einfach ein linearer Verlauf, von oben, also er beginnt praktisch da und dann kommt RGBA. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Es kommt also praktisch oben ein weiß, also ein schwarzer Ton mit 0% Helligkeit. Was heißt, er ist einfach nicht sichtbar, er ist 0% sichtbar und das ist 99% von diesem Inputfeld, ist praktisch der Hintergrund nicht sichtbar. Auf 1% kommt dann ein Grauton, beziehungsweise später unser Rotton, der sichtbar ist. Das heißt, wenn ich das Ganze abspeichere, verändert sich auf unserem Bereich hier im Prinzip nur ganz wenig, nämlich dass es so ein ganz kleines bisschen dicker geworden ist. Theoretisch könnten wir auch eigentlich diese Border hier rausnehmen. Es müsste eigentlich fast derselbe Effekt sein. Wie ihr seht, wird es jetzt aber nur etwas dünner. Und wir haben hier trotzdem noch unsere Linie drin, auch wenn der Border draußen ist. Allerdings wollen wir später unsere Border ja so einfaden lassen. Was heißt, ihr seht hier, dass dieser Strich von links in das Input-Feld praktisch reingeslidet wird. Und dafür müssen wir diesen dünnen Strich nochmal erzeugen, aber als Hintergrund. Was heißt, er ist jetzt ein bisschen dicker und wir blenden den jetzt einfach aus. Und zwar kann man, wie auch mit Transform, der Background Size im Prinzip ansprechen. Das machen wir jetzt als erstes. Und zwar sagen wir, die Background Size ist in der Höhe 0 und in der Weite 100%. Dazu sagen wir Background Repeat, No Repeat. Und wir sagen vor allem, dass hier auch noch die Color grau ist, damit das auch farblich passt. Was heißt, das Ganze speichern wir jetzt einfach mal ab.
Und wie ihr seht, ist es jetzt gar nicht mehr, ja, man sieht jetzt praktisch gar nicht mehr so richtig was. Man hat praktisch nur noch eine Höhe von 100% des Hintergrundes, aber eine 0%ige Weite. Und das Ganze können wir später animieren, indem wir darauf klicken, soll praktisch diese Zahl auf 100% gesteigert werden. So sieht das dann aus, dass das hier so schön rein slidet. Um das Ganze zu schaffen, müssen wir jetzt natürlich ansprechen, wann wir genau in so einem Inputfeld drin sind. Und das können wir mit einem Pseudo-Tag, und das heißt einfach Input Focus. Damit können wir herausfinden, okay, wir sind jetzt in dem Bereich und wir können jetzt etwas machen. Als erstes sagen wir Outline None. Und danach sagen wir Background, da soll ich natürlich noch Size dazu schreiben, 100%, 100%. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und aktualisiere, sollte theoretisch diese blaue Linie nicht mehr zu sehen sein, ist auch nicht mehr. Und wie ihr seht, wird der Hintergrund auf 100% skaliert. Das Ganze passiert jetzt noch relativ plötzlich, deswegen kopiere ich mir hier oben einfach mal einen kleinen Bereich rein. Und zwar sage ich Input WebKit Placeholder, das ist, kommen wir gleich noch zu, und Input Normal, das Feld, und Senden, dass das alles animiert werden soll mit Transition, All 300ms, Erase In und Erase Out. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sollte das schon etwas flüssiger von sich aus laufen. Das heißt, wenn ich das aktualisiere, seht ihr schon, wie dieser graue Balken sich ganz leicht bewegt. Jetzt müssen wir natürlich noch beschließen, ja, was genau müssen wir eigentlich machen? Und zwar geht es ziemlich einfach. Und zwar sagen wir Input Focus, haben wir jetzt ja beschlossen. Und unser Placeholder Text soll jetzt praktisch so ein kleiner werden und nach oben wegrutschen im Prinzip. Und das Ganze können wir ziemlich einfach machen. Und zwar kann man Placeholder Texte ziemlich effizient ansprechen. Was heißt, wenn wir unseren Feld hier angucken, haben wir hier Placeholder-Attribute vergeben im Prinzip. Und das, was hier drin steht, ist das, was hier in den Input-Feldern drin steht. Und diesen Text können wir beeinflussen. In Chrome jetzt als Einzelfall mit Input-Focus, Doppelpunkt, Strich, WebKit, Strich, Input, Strich, Placeholder. Damit können wir ganz gezielt den Placeholder-Text im Prinzip ansprechen, sobald, in Klammern, sobald wir das Inputfeld gefokust haben. Um das Ganze jetzt ein bisschen zu verschönern, sagen wir hier drin einfach Font Size 11 Pixel. Dazu kommen dann noch einige andere Befehle, die ich aber auch der Grund von Zeit einfach mal hineinkopiere und dann erkläre. Und zwar haben wir als erstes WebKit Transform, Transform Normal und Visibility. Visibility sage ich, Visibility muss sichtbar sein, also visible, und das muss auf Importen gesetzt werden, weil sonst, sobald wir hier reinklicken, der Placeholder-Text normal verschwinden würde. So bleibt er jedoch sichtbar. Unser WebKit Transform bzw. Transform allgemein sagt einfach nur, dass es jetzt minus 25. Es soll also praktisch einfach so ein bisschen nach oben rutschen, um 25 Pixel. Wer das ein bisschen dichter am Text haben möchte oder ein bisschen weiter nach oben, kann das hier natürlich größer oder kleiner setzen. So rutscht es einfach nur 25 Pixel nach oben. Und das ist auch der Grund, warum das hier oben drin steht. Das ist praktisch genau dieser Tag. Und zwar soll das auch animiert werden, sodass, wenn wir hier reinklicken, das so schön nach oben wegrutscht und nicht direkt einfach dort steht. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, sollte unser Input-Text jetzt nach oben wegrutschen. Das ist schon mal ein ganz netter Effekt. Aber wie ihr seht, bleibt das alles ganz grau. Und hier wird es irgendwie rot und grün und was auch immer das alles zu bedeuten hat. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, und zwar ja, arbeite ich mit sogenannten invalid Pseudoklassen. Die ganzen sind relativ neu und wie gesagt noch nicht ganz browserkonform, aber ich werde mal kurz erklären, was diese eigentlich können. Und zwar kopiere ich mir einfach mal die ganzen Sachen hier rein. Und zwar habe ich hier einmal Input Focus Valid, Placeholder und Input Valid und Input Focus bla 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 und invalid. Das heißt einfach nur, ob sie befüllt sind, beziehungsweise ob sie valide sind. Valide heißt eigentlich einfach nur sowas wie bestätigt, korrekt, und invalide ist halt das Gegenteil. Das heißt, sobald etwas valide ist, soll es grün werden, das ist ein grüner Farbton, und die Border soll auch grün werden. Und sobald etwas invalid ist, soll etwas rot werden und die Border soll ebenfalls rot werden. Das heißt, ich aktualisiere das Ganze mal. Und sobald alles hochgeladen ist, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Und wie ihr seht, wird es jetzt rot. Weil als erstes steht, wenn ich jetzt mit der Maus reingehen würde, würde das praktisch, weil es noch leer ist und aber einen Requested besitzt, wie wir hier sehen können, also es wird benötigt, um das Formular abzusenden, muss etwas da drin stehen, damit es valide wird. Das heißt, wir schreiben einfach mal rein. Wenn ich hier in die E-Mail aber etwas reinschreibe, ja, dann bleibt es immer noch rot.
Und das ist nicht wirklich Sinn der Sache, weil Placeholder, E-Mail, nicht das Entscheidende ist im Prinzip, sondern der Type. Und hier steht einfach Type E-Mail drin. Das heißt, HTML5 kontrolliert für uns schon, ob es eine E-Mail ist. Das Ganze kann man natürlich so schon verwenden als Validierung. Wir werden im nächsten Video aber auch noch gucken, wie das Ganze mit JavaScript funktioniert als Fallback. Weil wie gesagt, vor allem in mobilen Anwendungen funktioniert das Ganze noch nicht so richtig. Das heißt, wenn ich hier allerdings jetzt eine E-Mail reinschreibe, zum Beispiel contact@unleashed-design.de, merkt HTML5, okay, das ist eine E-Mail und ist damit okay und wir können es grün lassen. So haben wir jetzt praktisch ein schön gestyltes Inputfeld. Und jeder Nutzer weiß direkt, ja okay, das passt, das ist in Ordnung und ich kann weitermachen. Ich finde das immer ein nettes Feedback, wenn man direkt weiß, ob etwas korrekt ist. Vor allem, wenn es darum geht, sich irgendwo anzumelden. Jeder von euch kennt es ja wahrscheinlich, dass wenn man sich irgendwo anmeldet und ein falsches Passwort hat und man dann überlegt, okay, ist das Passwort falsch oder die E-Mail oder mein Benutzername oder der Nickname oder was auch immer. Und so weiß man es einfach direkt. Man kann diese Überprüfung auch sehr schön mit JavaScript übernehmen und dann direkt mit Ajax und PHP nachfragen. Allerdings werden wir das in keinem Tutorial durchsprechen. Wie ihr seht, unterscheidet sich jetzt unser Formular eigentlich nur noch in einem Punkt, und zwar diesem Senden-Button. Und das Ganze ist relativ simpel. Das sind einfach nur eine, ja, ist einfach nur eine Klasse, die wir noch ein bisschen gezielt ansprechen müssen. Und zwar ist das unser Input Submit, also Type Submit mit Value Senden. Das ist das, was hier drin steht. Und eine ID mit UD Send. Und das Ganze fügen wir hier einfach ein. Heißt einfach, wir sprechen die ID an, sagen Hintergrund ist grau, Border None, Color 777, Weite 80%, neue Margin vergeben, der Cursor soll zu einem Pointer werden und beim Hover sollen wir das Ganze machen, wir das Ganze ein bisschen dunkler und die Schrift weiß. Das Ganze ist natürlich auch hier oben im Transition-Befehl drin und ist damit ganz ein sauberer Übergang. Und wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, sieht das Ganze auch schon so aus wie unser Formular in der Vorbereitung und wir sind soweit für heute durch. So, das war's schon wieder diese Woche mit einem neuen Tutorial. Geht's nächste Woche weiter und zwar kümmern wir uns dann um Formulare. Wir werden nämlich mit JavaScript Formulare überprüfen, beziehungsweise ich werde zeigen, wie man vorgehen würde, wenn man ein Formular mit JavaScript überprüft. Es gibt natürlich jede Menge Möglichkeiten und die werden wir uns dann in dem Video alle angucken. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch. Folgt mir auf Twitter oder Instagram. Die Links findet ihr in der Kanalbeschreibung oder auf meiner Kanalseite. Und ja, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Wenn ihr Ideen habt über neue Videos, einfach in den Kommentaren schreiben. Am besten jedoch über Twitter, weil ich da direkt antworten kann. Und ja, bis nächste Woche. Ciao.